Der nächste, der geht jetzt weg von der ES, von der Eselstärke in Richtung PS, nämlich der Pferdestärke. Andersrum gesagt, es geht um die Formel 1. Seit 30 Jahren gibt ein Schweizer Rennstall immer wieder Schlagzeilen her und ist jetzt in einem sauberen Übergang in deutsche Hände gegeben worden. Und ihr wisst, von was ich rede, von Peter Sauber und seinen Boliden. Und die produzieren natürlich unterwegs, wenn man mit 350 Stundenkilometer um Kurven raset und 800 PS unter einem Viertel hat, immer auch wieder Abfall. Solche, die nicht so erwünscht sind, das ist, wenn es häschert, und solche, die erwünscht sind, und das ist, wenn man die Kläpfe wieder auf Vordermann bringt. Und der Sauber Junior hat gefunden, aus diesen Abfällen lässt sich etwas machen. Und er bastelt sozusagen aus Boliden-Teilen Sachen fürs Wohnzimmer. Design oder Nicht-Sein? Herzlich willkommen, Philipp Sauber. Herr Sauber, guten Abend. Nicht so gut. Darf ich euch ein Rüebli offerieren oder lieber ein Glas Wasser? Dann tun wir da Dusch machen. Danke, Beat. Du hast schon so ein erstes Objekt mitgenommen. Also, tut ihr jetzt Designobjekte machen, die im Wohnzimmer nach Öl und Benzin stinken? Ja, also, vielleicht sind sie noch dreckig, ja, aber nach Öl und Benzin stinken sie in der Regel nicht mehr. Das ist so eine Uhr aus was? Das ist eine Bremsscheibe. Jetzt haben sie wahrscheinlich einen dreckigen Finger bekommen. Macht nichts. Aus Carbon. Mhm. Ja. Ja, das ist super, der hat einen Pützerle, richtig. Ja. Aus Carbon, an welchem Klapf ist die gehangen? Ja, das kann ich nicht so genau sagen. Es wird das letzte Jahr irgendein Auto gewesen von Massa, wo genau weiß ich nicht. Okay, und also, ihr macht sozusagen aus den Felgen vom Herrn Frenzen WC-Schüsseln für daheim? Oder also was für das andere? Das gerade nicht, ja. Es müssen schon Teile sein, die noch ein bisschen ins ganze Konzept passen, auch von selber Petronas. Ich kann sicher keinen WC-Deckel machen. Da muss ich vorher auch alle Sachen abgenommen haben. Das ist so. Also, die machen dann was für Objekte? Beispielsweise, wir haben auch ein paar Bilder davon. Also, ja, es gibt Salontische, genau, habe ich gesehen. Viel mit Licht, Lampen, eben Uhren, Clubtischli, Schreiberhalter, also mit kleineren Teilen dann halt. Sachen für das Büro oder für daheim. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, das war ein reiner Zufall. Ich bin 3 Jahre lang im Ausland und dann dort einen Platz gesucht, um meine Möbel einzustellen. Und dann meinem Vater gefragt, ob er noch irgendeine Ecke hat. Hat mir dann eine Halle gezeigt, wo ich es rein tun kann. Hat ja relativ grosszügige Möglichkeiten, für Sachen genau, zu sorgen. Es ist genau, gäbig, wenn man sauber genau, hat. Genau, ja. Und schon immer dort gut geputzt, oder? Ist immer sauber, ja. Ja. Und dann habe ich die dort eingestellt. Als ich wieder zurückgekommen bin, ist mir eigentlich aufgefallen, dass die Halle voll von diesen Gebrauchsteilen ist. Das ist eigentlich dort, wo es losgegangen ist. Ich habe dann mit meinem damaligen Geschäftspartner mal darüber diskutiert und man gedacht, vielleicht könnte man da etwas Schlaues daraus machen. Und was hat der Vater gefunden? Dem haben wir das präsentiert, natürlich. Superes Konzept mit einem Budget und einem Prototyp. Der hat das Gefühl gehabt, das funktioniert sowieso nicht. Aber hat das uns... hat man ja bei ihm manchmal schon das Gefühl gehabt, oder? Ja, ich. Ja. Also, dort seid ihr in guter Gesellschaft. Genau, ja. Aber hat er ja gesagt, so nimm. Genau, probier, ja. Und ist es ein Erfolg? Ja, ich würde sagen, es ist ein Erfolg, ja. Und steht die Stube voll bei euch? Nein. Die findet das wohl wieder nicht daheim? Ja, das ist vielleicht nicht einmal der Punkt. Ich habe nichts daheim. Ich weiß nicht genau, warum. Habt ihr das Problem mit dieser... Ja, vielleicht, weil es nicht schön genug ist, oder was ist es jetzt? Also, ich weiß es jetzt nicht, aber... Ja, ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Habt ihr das Problem mit allem, was mit Rennen zusammenhängt? Nein. Ist man als Kind, wenn der Vater so Tüftler ist und erfolgreich seit 30 Jahren dahinter, dauernd sozusagen das Hinweil, wo ja andere Herren pilgern, sozusagen auf den Knien zu suchen rutschen? Ja. Seid ihr so aufgewachsen? Nein, eigentlich nicht. Wir sind schon vom ganzen Betrieb eigentlich ferngehalten worden. Ich glaube, die Mutter hat dort einen grossen Beitrag dazu geleistet. Und auch der Vater hat uns nie trainiert gezogen. Also wir sind nie mitgenommen worden, gross. Aber der hat gewusst, was er macht? Ja, also ich würde sagen, in den ersten Jahren nicht. Vielleicht er selber auch nicht wirklich. Der Schwäg ist noch gut. Ja, ja, genau. Also, vor allem nie gewusst, wo es hingeht. Also, es war immer ein Experiment. Hat die Familie dann manchmal zittert, ob es weitergeht? Oder hat er auch seine Sorgen daheim am Tisch erzählt? Nein, eigentlich gar nicht. Nein. Das ist alles wirklich... Er war sehr selten daheim, natürlich. Das war eigentlich nie ein grosses Thema.
Rennen hat euch nicht fasziniert, so dass ihr sagt, ja gut, der Vater macht Auto und ich. Nein. Gar nie Gedanken gewesen. Nein, es war überhaupt nie ein Thema gewesen. Also wir sind eben auch nicht dazu angehalten worden. Und bei uns hat auch niemand das Benzin im Blut oder das Racing-Gen eingepflanzt bekommen. Auch der Vater selber nicht, abgesehen davon. Wieso hat er es denn gemacht? Ja, ich denke jetzt mal, das ist ein reiner ein unternehmerischer Aspekt an der ganzen Sache. Ja, aber doch mit viel Feuer und Engagement. Ja. Und ist nie enttäuscht gewesen, dass der Sohnemann nicht irgendwie einsteigt und das weiterführt und als Ingenieur da in seine Fußstapfen tritt? Nein, es ist im Gegenteil nicht einmal erwünscht gewesen von ihm. Also er hat es nicht wollen. Jetzt sollte es genau sein. Sind ihr überhaupt je an einem Rennen gewesen? Ja, natürlich. Ah ja, doch. Ja. Wo? In der Zuschauertribüne oder nein, als Boxenluder? Ja, schon. Ja, nicht gerade alles, aber bei den Boxenluder. Ja. Mhm. Bei den Boxenluder? Ja, natürlich. Und jetzt hat er immer noch, als mit dem Namen Sauber gehen alle Türen auf und dann geht man mit Schumis und Alonsos und so Güppli trinken. Natürlich, ja. Immer. Außer die Fahrer, die jetzt beim Vater gerade dran sind, kenne ich keinen Fahrer. Also ich kann nicht mit denen Güppli trinken oder Ferrari fahren. Daheim, die Familie, ja. An den Rennen, hat man da mitgefiebert als Sohn oder als eure Mutter jetzt auch, dass der Rennstall klingt? Ja, natürlich. Ja. Also man schaut, man die Rennen verfolgt, ist klar. Mhm. Ich habe jetzt natürlich seit drei Jahren oder zwei Jahren direkte Abhängigkeit noch fast davon gehabt. Da hat man das sicher mitverfolgt, ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist das Ganze verkauft worden an BMW. Heisst das, eure Quelle versiegt? Ja. Zwungenermassen. Also die Teile gibt es nicht mehr jetzt von Sauber Petronas. Und jetzt muss man schauen, ob man mit BMW etwas machen kann. Und das wird natürlich nicht so einfach sein, weil ich nicht einlaufen quasi und das dem Vater vorschlagen, sondern jetzt muss man halt mit BMW reden. Das ist als richtiger Geschäftsmann verhandeln. Genau. Aber der hat noch ein bisschen Vorrat. Wir haben noch ein paar Sachen, ja, klar. Ja. Wir haben jetzt noch mal wirklich ein Lager quasi plündern, das letzte Mal, aber jetzt ist es dann. Ja. Wer kauft denn diese Sachen? Ja, das ist unterschiedlich. Es sind sicher auch Fans, die das kaufen. Es sind aber auch Fans, nicht unbedingt vom Formel 1, sondern vom Vater, von dieser unternehmerischen Leistung und dieser Geschichte, dass sie einfach etwas Neues haben wollen, von dem Schweizer Rennsport. Und dann sind es einige, die es schenken, auf jeden Fall. Also, die es nachher zusammen miteinander jemandem schenken oder irgendeinem Freund oder einem. Es gibt ja, glaube ich, noch ein Zertifikat dazu, wo man genau weiss, wenn das Ding bremset hat und richtig, ob es erfolgreich bremset. Oder. Das ist auch das ganze Konzept ein bisschen dabei. Bremsscheiben allein nur verkaufen, wenn wir sowieso nicht wollen. Wir wollen etwas Schlaues daraus machen. Schlau, ich hoffe, es ist schlau, wo man kann brauchen. Und dann hat man aber eine Geschichte, die man damit verkauft. Also man hat nicht nur ein Teil, wo man dreckig wird davon, sondern man kann auch noch erzählen, jedes Mal, wenn jemand fragt, wo ist das im Einsatz gewesen und wer ist damit gefahren und so weiter. Das ist das Ganze drum. Ihr seid aber nicht primär in diesem Business. Das ist ein Hobby von euch. Ihr macht im IT-Business, also in entwerft Webseiten und arbeitet auf diesem Gebiet. Das ist eure eigentliche Ausrichtung, die euch Spass macht. Ja, das ist richtig. Ja. Also das ist ein Hobby, es ist ein Projekt, aber nicht mehr. Ja. Fahrt ihr andere Rennen als Autorennen? Bike-Rennen, aber mit Velo, aber nicht mit TÜV. Ja. Ein angefressener Velofahrer? Ja. Voll mit allen Reklamenteilen auf dem Dress? Nein, das so. Nicht. Nein. So schnell bin ich nicht, dass wir wieder vermarkten. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und tut die Teile noch elegant weiter verwerten und umwandeln in gute Objekte. Und eurem Vater liebe Grüße, auf dass es ihm nicht langweilig wird. Ja, jetzt muss ich. Im Passionszeitalter genau. Von ihm. Super. Alles Gute, Herr Sauber. Danke vielmals. Danke.